So, 90 Kilo. Endlich wieder der erste des Monats. Endlich wieder ein neues 5-Minuten-Update. Die News rund um den Kanal Mr. Handwerk. Ja, wie du gesehen hast, habe ich ein neues Intro. Dazu kommen wir gleich nochmal. Es gibt nämlich eine kleine Umfrage an euch. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Möchte euch da so ein bisschen mit einbeziehen. 5-Minuten-Update, wisst ihr wahrscheinlich, ich rede auch jedes Mal das Gleiche am Anfang. Wie gesagt, im 5-Minuten-Update geht es rund um diesen Kanal Mr. Handwerk. Es gibt so ein paar Neuigkeiten, es werden so ein paar Sachen besprochen hier. Es gibt was zu gewinnen und so weiter und so fort. Und meistens dauert das 5-Minuten-Update länger als 5 Minuten. Also setz dich hin, hol dir was zum Knabbern und schau mir dabei zu. Als allererstes möchte ich mich bei euch entschuldigen. Und zwar geht es um einen Abrichtdickenhobel, den ihr hier hinten im Hintergrund sehen könnt. Darüber hatte ich glaube, das war sogar das letzte Video, ein Unboxing veröffentlicht gehabt und ich habe die Bedienungsanleitung nicht richtig durchgelesen, das war mein Fehler und ich war vor lauter Aufregung, also ich habe das Gerät ja wirklich ausgepackt und mit euch Stück für Stück zusammengebaut und dabei habe ich einen kleinen Fehler gemacht und zwar für diejenigen, die das interessiert, der Wechsel dauert an sich keine 10 Minuten, auch keine 5 Minuten, der geht ganz, ganz schnell. Ich blende euch das jetzt mal hier ein. Diese Kunststoffabdeckung, die könnt ihr dran lassen, die kann man einfach runterklappen und fertig. Das heißt, ihr habt diese Hobelfunktion, wenn ihr auf dicke hobeln wollt, das könnt ihr innerhalb von 2 Minuten machen. Für diejenigen, die das Video noch nicht kennen, das werde ich dir mal hier oben verlinken, schau dir das an. Und ansonsten ja nochmal Entschuldigung für diejenigen, die jetzt denken, was war denn das, ne? 10 Minuten hier Hobel umbauen. So, fangen wir an mit der Taste. Die gibt es einmal im Monat zu gewinnen, eine rote oder schwarze. Die Gewinner blende ich jetzt hier mal ein. Du schreib mir bitte eine E-Mail, unten die E-Mail-Adresse findest du, verlinkt und dann teile mir bitte mit deine Lieferadresse, die vollständige Lieferadresse, vorne, Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer und so weiter und so fort und die Farbe der Tasse, ganz, ganz wichtig. Für alle Neulinge einfach kommentieren und mit etwas Glück bist du beim nächsten Update mit dabei. So, ich habe mir jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben und zwar habt ihr gerade eben gesehen, dass ich ein neues Intro habe. Und dieses Intro hat der Benjamin gemacht. Recht herzlichen Dankeschön an Benjamin. Und mir, ich bin ganz ehrlich, mir gefällt das Ende nicht so wirklich. Und ich blende euch jetzt mal zwei Intros hintereinander ein. Und ich möchte mal von euch wissen, welches euch am besten gefällt. Eins oder zwei. Und was man eventuell verbessern könnte. Ist es zu lang, ist es zu kurz und so weiter und so fort. Genau, lasst es mich mal wissen, vielleicht ist es ja auch so perfekt, vielleicht sagt ja Intro 1, Intro 2, ich möchte das so ein bisschen verändern, ich finde das alte ist, das gibt es ja schon mittlerweile 2-3 Jahre und ich finde das neue eigentlich ganz, ganz cool, nur das Ende gefällt mir nicht so wirklich, vielleicht auch ein bisschen an der Melodie ein bisschen rumschrauben, lasst es mich doch wissen. So, im letzten 5-Minuten-Update habe ich eine Dübellehre oder eine Dübelleiste verlost von der Firma Wolfkraft, diese hier. Und mit der arbeite ich wirklich häufig. Ist eine tolle Lehre, ein tolles Tool. Damit könnt ihr Bohrlöcher setzen, Schranksysteme, um Töpfbänder anzubringen, um Einlegeböden anzubringen. Ihr könnt es natürlich auch als Schneidhilfe verwenden, als Lineal, als Führung für eine Stichsäge zum Sägen. Also wirklich sehr, sehr toll, dieses Gerät. Den Gewinner nenne ich jetzt hier mal ein. Herzlichen Glückwunsch. Auch du hast wie der andere Gewinner von der Tasse 30 Tage Zeit. Die E-Mail-Adresse findest du unten in der Videobeschreibung. Ist wirklich ein ganz, ganz tolles Tool. Werde ich dir übrigens auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. So, jetzt haben wir das schon mal alles abgearbeitet. Und jetzt geht es nochmal um den Dickenhobel. Ich habe so ein, zwei falsche Angaben gemacht. Ich habe beispielsweise gesagt, das Teil wiegt 90 Kilo. Um die 90 Kilo, das stimmt nicht. Der wiegt 76 Kilo, wer es genau haben möchte.
Des Weiteren der Umbau. Ich möchte den jetzt eins zu eins mit euch mal durchführen, damit ihr seht, dass das wirklich ein Kinderspiel ist. Wir nehmen zuerst erstmal den Anschlag ab. Das ist eine Schraube. Zack, das ist getan. Dann haben wir hier zwei Hebel, die wir einfach, da brauchen wir ein bisschen Kraft zu, die wir einfach nach links und rechts drücken und dann können wir schon den Abnahmetisch abnehmen. Und dann haben wir hier auch die Klappe, das hattet ihr auch gerade eben gesehen gehabt, dass die einfach dranbleiben kann. Die wird einfach wieder umgebogen und dann kann man das hier Ganze fixieren. So, zack. Und dann hobelt man den dicken Hobeltisch runter und dann habe ich ja hier diese Spanhaube und die wird dann mit einer Schraube hier befestigt und das war auch der Umbau und schon könnt ihr auf dicke hobeln. Im Video kam es natürlich ein bisschen falsch rüber und ja, man sollte natürlich die Bedienungsanleitung lesen. Also es war wirklich mein Fehler und tut mir leid nochmal dafür. So, dann möchte ich mal von euch wissen, wollt ihr, dass ich nochmal ein Video mache, weil die meisten werden wahrscheinlich das Video jetzt hier nicht sehen, dass ich ein Video mache speziell über den Umbau und ein, zwei Dinge mal hobel, dass ihr seht, wie das Hobelergebnis ist, wie die Maschine sich anhört, wie, ob die Absauganlage reicht für diese Maschine, ob viel Späne daneben fliegt. Lasst es mich doch mal wissen, dann lasst mir hier einen Kommentar da, da würde ich nochmal ein Video drüber machen. Und was mich noch interessieren würde, ich habe ein, zwei Verbesserungsvorschläge von euch gelesen, wie man so eine abrichtdicken Hobel bedienen sollte, sprich Armpressdruck beim Hobeln und so weiter und so fort. Es gibt auch zwei gute Videos, die ich mir heute Morgen angeschaut hatte. Wollt ihr auch noch mal ein Video von mir haben? Meine Meinung, es gibt noch mal ein, zwei Sachen, die ich bei keinem entdeckt habe und die würde ich ganz, ganz gerne in diesem Video mit integrieren. Ja, ansonsten kann ich euch sagen, ich habe jetzt damit schon zwei, drei Projekte gehobelt und bin sehr, sehr zufrieden damit. Jetzt noch ein kleiner Tipp von mir. Ich möchte euch jetzt nicht animieren, das Ganze zu kaufen, nicht falsch verstehen. Aber ihr müsst bedenken, bald, ich habe es ja schon mal letztens angesprochen gehabt, bald ist Weihnachten. Wir haben schon den 1.10. Ein Monat ist November, Dezember geht schon wieder los, kriegen alle Weihnachtsgeld, gehen los. Wenn ihr einen Hobel sucht und euch einen kaufen möchtet, dann tut es nämlich jetzt die nächsten 4 bis 5, 6 Wochen. Ich gehe nämlich ganz, ganz stark davon aus, wenn die meisten Weihnachtsgeld bekommen, dass dann alle Hobel ausverkauft sind. Und das ist natürlich dann ärgerlich, dass man dann wieder warten muss und über den Winter dann nicht hobeln kann. Und man muss natürlich auch nochmal Corona bedenken. Ich weiß es nicht, ob noch eine zweite Welle und so weiter und so fort kommt. Deswegen, wenn ihr am Überlegen seid, ich kann euch das Gerät wirklich empfehlen. Ich bin wirklich damit zufrieden. Es ist nicht zu schwer, es ist nicht zu klobig. Wie gesagt, ich baue dafür noch meinen Untertisch und vom Umbau her geht das auch ganz, ganz zügig. Dann gab es eine Frage und zwar hatte ich ein Video gemacht über die French Cleat Leiste. Und zwar hatte ich nämlich ein Thema vergessen, das Video dazu werde ich nochmal hier oben verlinken, welchen Abstand ich hier für die French Cleat Leiste verwendet habe. Und die Leiste an sich hat eine Höhe von 50 mm. Das empfehle ich euch auch, 50 bis 60 mm die Höhe zu wählen. Und der Abstand hier ist dann auch nicht 50 mm, sondern 45. Im Idealsten solltet ihr auch 50 bzw. 55 mm verwenden, damit ihr die Möglichkeit habt und diese French Cleat Leiste einfach umdrehen könnt und als Keilleiste verwenden könnt, wie jetzt hier zu sehen. Ich habe mich aber dafür entschieden, dass ich einfach ein dünneres Material nehme, das ist jetzt MDF. Was ich übrigens nicht empfehle, nimmt bitte Multiplex. Das ist jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, 1 cm oder 12 mm stark, von der Höhe her 20. Dass ich nämlich hier hinten noch zur Konterlattung Luft habe von 2-3 mm, falls ich da irgendwie Späne oder Dreck sammeln sollte. Und dann gab es auch bei diesem Video ein, zwei Kommentare, was ich erzähle, was für ein Mist und Müll. Und man kann auch Vollholz nehmen, die habe ich jetzt schon seit 5 Jahren bei mir in der Werkstatt. Es ist nichts passiert. Ja, ihr könnt alles Mögliche nehmen, wenn ihr wollt. Nur das ist halt meine Empfehlung. Und ich hatte auch letztens, wer hatte das denn? Es gab einen Post auf Instagram, da hat jemand seine Halteleisten, die er aus Vollholz gebaut hatte, hat er gepostet gehabt, dass sich das Ganze verbogen hat, verzogen hat, dass die dann gar nicht mehr auf die Keilleisten zu platzieren ging.
Ja, das ist es nämlich, weil Vollholz arbeitet und deswegen würde ich ganz klar einen Plattenwerkstoff empfehlen. Aber auch kein OSB, weil OSB ist zu grob, das Material an sich ist zu grob, die Spinne ist zu grob und das neigt dann auch ganz schnell dazu, durchzubiegen und das ist dafür auch nicht gedacht. Haben wir das auch geklärt. So, dann projektmäßig möchte ich noch nicht zu viel verraten. Ihr seht, es ist querbeet hier gemischt, mal etwas über die Werkstatt, mal etwas über Werkzeug. Ich habe jetzt ein, zwei Projekte im Petto und zwar geht es da um Meerschweinchen. Und zwar bauen wir ein, zwei Sachen für Meerschweinchen. Ich weiß nicht, ob das für dich interessant ist, ein tolles Bauprojekt, aber es gibt natürlich auch wieder andere Bauprojekte. Wenn du mir auf Instagram noch nicht folgst, einfach unten in der Videobeschreibung den Link anklicken und mir folgen. Dort poste ich wirklich schon 4-5 Wochen im Voraus Sachen, die hier auf diesem Kanal dann online kommen. Und jetzt gibt es wieder eine Kleinigkeit zu gewinnen. Ich habe von der Firma Cycos, kennt ihr wahrscheinlich, das ist ja mein Partner in Sachen Öl und Farben. Übrigens haben wir auch eine ganz, ganz tolle Webseite. Die ist, glaube ich, dieses Jahr neu am Start gegangen. Schaut euch die mal an. Alles wirklich sehr, sehr übersichtlich platziert. Von Ölen, von Farben, von Zubehörartikel findet ihr wirklich ganz, ganz viel dort und ist auch sehr, sehr interessant. Und ich möchte im Namen mit Cycos zusammen an euch 3 Premium Hartwachsöle verlosen. Also 3 Dosen, 0,75. Meine Lieblingsdose ist glänzend High Gloss. Damit arbeite ich am liebsten, beziehungsweise auch matt. Und was musst du machen? Einfach hier einen Kommentar setzen mit Hashtag Cycos und mir sagen, was du mit dieser Dose Öl vorhast. Was du gerade baust, was dein Projekt ist, was du damit einölen möchtest. Genau, ich arbeite wie gesagt damit schon seit jetzt knapp 2 Jahren mit der Firma Cycos zusammen und bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Übrigens auch die Farben kann ich euch empfehlen. Ihr seht hier bei mir, bis jetzt verarbeite ich nur noch Cycos. Ich habe fast gar keine andere Farbhersteller bei mir hier im Programm beziehungsweise Ölhersteller. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Und es gibt so ein, zwei Sachen, also ich möchte jetzt nicht so drauf eingehen. Vorteile, Nachteile. Ich war aber dort vor Ort mal, habe mir mal die Produktion angesehen. Vielleicht gibt es darüber auch im nächsten Jahr mal ein Video, wie wir uns das Ganze mal anschauen, wie sowas hergestellt wird, so eine Öle, wie das hinter den Kulissen so abgeht. Es ist wirklich sehr, sehr interessant, was da für Tests gemacht werden und so weiter und so fort. Und ich kann euch sagen, ich möchte nicht so viel sagen. Auf jeden Fall macht mit, lasst einen Kommentar da, würde mich freuen. Und übrigens gibt es auch ein Härter, ist nicht zu gewinnen, könnt ihr euch zusätzlich erwerben, ein 2K-Härter. Sprich, ihr könnt das ganze Öl mit Härter anmischen, für diejenigen, die nicht so lange warten wollen. Richtig toll. So, und jetzt kommen wir nochmal zu einer Frage, da bin ich sehr, sehr dankbar. Was heißt dankbar? Steffi und ich sind ja viel in letzter Zeit am Renovieren, am Tapezieren, seht ihr wahrscheinlich auch auf Instagram. Und ja, kommt die ein oder andere lustige Szene mal zum Einsatz. Und dann war es so der Fall, dass wir mit einer Rolle gerollt haben, beziehungsweise gemalert haben. Und ich habe wirklich qualitativ hochwertige Rollen verwendet. Und dann rollst du an der Wand die Farbe entlang und dann hast du überall diese Fusselchen. Und ich habe mich so geärgert und habe dann einen Instagram-Post abgesetzt. Und ja, voll die geile, tolle Community. Und zwar seid ihr schon mal auf die Idee gekommen, Malerrollen, bevor ihr die verwendet, auszuwaschen? Wir haben es getan. Malerrolle ausgewaschen, Fusseln waren alle weg. Und ja, recht herzlichen Dank für dieses Kommentar. Ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, eine Malerrolle vorweg auszuwaschen. Das hat es wirklich gebracht. Ein anderer hat nochmal gesagt, mit Tesafilm hier draufgehen und das Ganze abziehen, wie beim Wachsen, damit die Fusseln weg sind. Aber das Auswaschen hat wirklich geholfen. Ja, recht herzlichen Dank an dich. Ach so, und bevor ich es vergesse, ganz, ganz wichtig, die Gewinner bekommen übrigens auch von mir bzw. von der Firma Cycos auch bei der Dübelehre und bei der Tasse immer eine Autogrammkarte mit dazu und einen Sticker. Und für diejenigen, die mich jetzt anschreiben auf Instagram, hier auf YouTube, ich habe die früher mal von Jahr, habe ich die ungefähr immer verschenkt gehabt. Ich habe die frei kostenlos zur Verfügung gestellt, habe euch die dann zugeschickt. Das mache ich jetzt nicht mehr, das ist einfach viel zu viel Aufwand, es tut mir leider leid. Vielleicht wird sich da demnächst eine andere Lösung irgendwie finden, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall bitte, bitte nicht mehr anschreiben und seid mir bitte, bitte nicht böse, aber ich habe jetzt mal es zu erzählen. Ich habe jetzt davon 1000 Stück mal bestellt, davon auch 1000 und die sind weg.
Und ich habe den Versand komplett alleine getragen. Also es ist wirklich an Unsummen an Geld, die da drauf gehen und natürlich auch Arbeit dann. Ne? Und jetzt kommen wir zu einem Projekt, das möchte ich euch mal zeigen. Habe ich letztens auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Das ist ein kleiner Servierwagen. Ich möchte ihn jetzt nicht zu sehr bewegen, weil er wirklich auseinanderfällt. Das da oben, das ist Schaumstoff, hat damit nichts zu tun. Aber ich möchte daraus was bauen. Ich blende euch mal hier zwei Bilder ein. Und so sieht das Ganze aus. Und jetzt möchte ich mal von euch wissen, was Cooles könnte man daraus bauen. Es soll was für Mädchen und Jungen werden. Also die können beide mitspielen. Alter von, ich weiß es nicht, von 4 bis 12, 13 Jahren. Wird auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Projekt. Das werde ich zusammen mit der Steffi angehen. Und ich wollte euch das mal zeigen, weil ich freue mich schon mega darauf. Ja, sind wir schon zum Ende angekommen, mal wieder. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die 20 Minuten schon wieder geknackt haben. Was ich im letzten 5-Minuten-Update vergessen habe, euch zu erzählen, und zwar das Tool des Monats, das habe ich komplett vergessen gehabt und jetzt hätte ich das auch wieder vergessen gehabt. Dieses Mal ganz, ganz einfach, passend zu Dubelehre von Wolfkraft, den Undercover Jig. Ich glaube, viele von euch haben den schon zu Hause, verwenden den fleißig. Was ist das? Damit kannst du einfach stumpfe Holzverbindungen erschaffen mit Massivholz im Plattenbau, im Möbelbau. Du bohrst damit eine schräge Taschenmuschel, kann man sagen. Und dann führst du die Schraube schräg hinein. Also eine wirklich tolle Verbindungsart. Das ganze Set liegt hier bei, ich glaube, 25 bis 30 Euro auf Amazon. Findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und das ist für mich mein Tool des Monats. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt am Freitag, sprich morgen wieder. Gibt es ein neues Video. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ciao.